Wie sieht das eigentlich aus, wenn IT-Dienstleister die Digitalisierung von Kommunen, Verwaltung und Schulen vorantreiben? Kundenbetreuung, Akquise und Tag ein, Tag aus dieselben drei Handgriffe am Computer. Eben staubtrocken. Aber das sind alles nur Klischees, zumindest bei der Regio IT, NRWs größtem kommunalen IT-Dienstleister. Weil wir mit den Kunden viel zu tun haben. Also wir sind viel in Projekten und in der Kommunikation. Und wir sehen eigentlich als unsere Motivation auch den Mehrwert, den wir bringen. Also nicht nur für den Bürger an sich, sondern eben auch für intern für die VerwaltungsmitarbeiterInnen, wie man ja sagt heutzutage. Und deswegen ziehen wir daraus eine große Motivation, aber auch im Team, finde ich, ist der Zusammenhalt sehr groß. Und das ist Markus Halm auch besonders wichtig. Der 56-Jährige ist Centerleiter der Regio IT im Standort Gütersloh. In dem topmodernen Gebäude mitten im Zentrum der ostwestfälischen 100.000 Einwohnerstadt arbeiten seit 2 Jahren rund 70 der etwa 650 Mitarbeitenden der Regio IT. Unter seiner Leitung treiben hier Application Manager, Projekt- und Produktmanager eine End-to-End-Digitalisierung für Städte und Kommunen voran und optimieren digitale Prozesse in der Verwaltung und Sachbearbeitung ihrer Kunden. So wie Andreas Honf. Der Produktmanager ist seit knapp einem Jahr im Team. Vor allem die große Flexibilität seines Arbeitgebers und die Top-Aufstiegschancen innerhalb des Betriebs haben Andreas von der Regio IT überzeugt. Definitiv, es ist echt das Vertrauen von Tag 1 an wirklich. Das hat mich fast sogar überrascht, dass ich direkt mich austoben konnte. Konnte mir direkt Aufgabengebiete aussuchen. Da kam keiner in die Quere irgendwie. Nee, mach das mal lieber nicht. Das ist so ein bisschen Start-up-Charakter bei uns. Und deswegen absolut echtes Vertrauen, was wirklich dann motiviert, Vollgas zu geben. Teamwork und Kommunikation auf Augenhöhe sind hier das A und O. Für den Standort Gütersloh suchen Markus Holm und sein Team aktuell Verstärkung. Und was die mitbringen muss, erklärt der Centerleiter selbst. Er muss teamfähig sein, also pfiffig, smart und Ideen irgendwie entwickeln können, die uns quasi in unserer Lösungsfindung auch weiterbringen. Natürlich muss er motiviert sein, technisch natürlich versiert, wenn das geht. Aber ich sag mal, alles kann man lernen an der Stelle. Natürlich wäre auch von Vorteil, wenn er noch im kommunalen Umfeld Erfahrung hätte, ist aber kein zwingendes Muss. Wenn du Teil des Teams werden möchtest und Lust auf einen modernen Arbeitgeber und ein kollegiales Miteinander hast, jetzt bewerben.